Hallöchen Leute, wir haben heute mal einen neuen Tabak, sehen schön, schön könnt, schieß das schon an. Wir haben rauchen heute wieder mit der Coco-Lava-Kohle und meinem ganz neuen Tabak von Alajami. Und zwar handelt es sich um einen Vanilla-Ice-Cream-Citrus-Kaktus-Mischung, also eine ganz wild gewordene Mischung. Und wieder mit praktischer Tüte. Ich würde sagen, ich rauche erstmal an. Wir sind jetzt erstmal wieder eine Zeitfrequenz und sehen wir uns gleich wieder. Angeraucht ist er. Mir hat mir gerade meine Kameraden gezeigt, den Akku aufladen, deswegen müssen wir ein bisschen zügig machen. Wie gesagt, ich rauche schon mal an. Der wurde von meinem Schialan empfohlen. Ich hatte Bock mal wieder auf einen neuen Tag, bin hingesteppt, sagte, ich möchte gerne einen neuen Tabak. Und dann haben sie mir den empfohlen. Empfehlung des Hauses, neu von Alajami. Am 7.3. erst produziert, ist noch nicht mal lang her, einen knappen Monat. Und was gibt es zum Tabak zu sagen? Es ist mein erster Ice-Cream-Tabak. Es ist mein erster Kaktus-Tabak. Kaktustabak sind sie jetzt voll im Kommen. Kaktus ist für mich kein Geschmack, das ist irgendwie nur eine Pflanze. Ob man daraus jetzt was gewinnen kann, ob es Obst ist, sorry, ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, anziehen zieht er sich gut mit drei Kohlen im Kaminkopf und einer 66er Shisha. Links stehen alle in der Beschreibung, da steht auch, wo ihr es direkt kaufen könnt. Und es ist ein super Tag von Alajami, wenn man anzieht. Merkt man sofort diese Eiscreme-Note im Hintergrund. Auch wenn man dran riecht. Er riecht schön nach Eiscreme. Ich kann ja gleich nochmal selber einen Geruchstest machen. Ich ziehe nochmal kurz an. Ja, bei jedem Zug, man hat immer Eiscreme dabei, das schmeckt richtig gut. Muss ich sagen, also als wenn man von einer Eiscreme halt ableckt, das ist echt gut getroffen. Ein anderer Shisha-Laden meinte, wenn du so einen Eiscreme-Tag nimmst mit drei verschiedenen Eissorten, riechst du dann nicht. Also du riechst es zwar, und ich vorhin auch gerochen im Laden, im anderen riechst du zwar, aber du hast nicht wirklich den Geschmack, der hält nicht lang. Der soll halt über 60 Minuten halten, sagt auch die Seite, und auch gut schmecken, ja, die Facebook-Seite von denen. Ich muss sagen, es ist ein Top-Tabak. Schmeckt super. Zitrus kommt mir jetzt nicht so durch, weil irgendwie die Eis dominiert. Also, oder ich merke das nicht, keine Ahnung, ich habe mich so an Eistabak gewöhnt. Mein Lieblingstabak ist ja Zitrus Ice Berry. Da kommt auch noch bald ein anderer. Wenn ich euch präsentieren werde, den habe ich mir auch geholt. An sich ein Top-Tabak, nur zu empfehlen. Wie gesagt, ich mache ihn gleich mal auf. Ich ziehe nochmal kurz. So, erstmal zu den Fakten. 200 Gramm wieder sind 16,95 € und guter Preis wie immer von Alajami, ist immer der gleiche Preis. Wenn man ihn aufmacht, wirkt er sehr trocken, finde ich. Er sieht sehr trocken aus. Wie gesagt, ich will mal ein bisschen wieder raus hier. Wenn man dann riecht, also wenn man es nicht wüsste, würde ich jetzt nur Zitrone und Kaktus rausriechen. Eiscreme riecht man jetzt nicht so raus. So sieht er einmal von innen aus. Meine Kamera stellt das irgendwie scharf. Ich muss sagen, das ist ein guter Schnitt. Ich habe am Anfang, als ich ihn reingemacht habe, ein paar Stückchen gehabt. Das ist okay. Muss ich sagen, das haben viele Tabaks. Du kannst ja nicht rausfummeln mit einer Maschine. Wieder in so einem schönen, schicken Beutel. Wie gesagt, wieder ein Tipp fürs Leben. Mach den zu. Knautscht den oben so zusammen. Steckt den so rein, dass die Öffnung oben ist. Dann könnt ihr einfach so zumachen. Und das Ding ist verschlossen. Rauchen ist tödlich. Steht ja auch wieder drauf. Nettogewicht 200 Gramm, steht alles ganz normal drauf. Hier steht noch eine Adresse drauf, wo es hergestellt ist, in Made in United Arab Emirates und wo es in Deutschland hin verkauft wird. Und Smoken kann Lungencancer verursachen, ist mir natürlich klar. Und schmeckt auf jeden Fall super. Wieder oben mit so einer gewölbten Dose. Ich kann euch das mal zeigen, obwohl, nee, das zeige ich euch nicht. Pff, werdet ihr im nächsten Video mal sehen. Stecken wir mal mehrere Tabaks hin, sonst müsste ich jetzt aufstehen. Wo ich kann das auch einfach cutten. So, da bin ich wieder.
wie gesagt, wenn man zwei hat, kann man diese praktisch ineinander stapeln. Normale Tabak sollen ja so aufliegen. Und hier ist halt so ein gewölbter Deckel. Der rollt schon so richtig hin. Der steht halt ein bisschen fester, also sieht ein bisschen eleganter aus. Übrigens der andere, der Iceberry, den Ice Limeberry, den ich auch testen werde, der wird dann wahrscheinlich in den nächsten Tagen kommen. Und schmeckt auf jeden Fall super. Eine Empfehlung kann ich rausgeben. Ja, wie gesagt, vom Geschmack sehr gut. Wer Eis mag, der mag halt Eis. Vanille-Eis. Ich mag Vanille-Eis eigentlich an sich nicht. So als Kugel. Schmeckt auf jeden Fall super. Wie gesagt, Links stehen in der Beschreibung. Und folgt mir mal auf Twitter. Dann werdet ihr alle Infos kriegen. Und ich werde jetzt noch entspannt weiterrauchen. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal ein Like da. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.